Hi, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dreamlight Valley. Das letzte Mal haben wir ja der Vianna ein schönes Haus geschenkt. Kann man so sagen. Hier ein bisschen aufgeräumt. Und ein paar Aufgaben erledigt, denn wir brauchen noch ein bisschen mehr Vertrauen zu unseren Leutchen hier. Was ist das denn? Raumteilertüren, wie cool ist das denn? Weil wir ja hier hinten. Ich Da hatte keine hinten. Vorstellung, wie weit ich komme. Ich auch nicht. Da hinten dieses komische, diese Dornen entfernen wollten, um zum Strand zu kommen. Daher haben wir noch einiges vor uns. So. Wie meine Tante Pepper immer sagt, Nieselregen, Frühregen. Ich habe alles sauber gemacht. Wieso ist der Schmutz wieder da? Das gehört sich nicht. So. So, bei mir ist auch wieder so ein Schmutz da. So. So. Können wir alles gebrauchen? Eine gute Stunde spielen wir heute. Oh. So, jetzt gucken wir mal kurz in den Briefkasten. Oh, Belohnung. Ich gerne entgegen. Noch was? Das war's. Okay. So. Ein Festmahl, das eines Halbgottes würdig ist. Sprich mit Maui. Da noch was drin? Nö. Wieso ist denn aber immer noch da? Normaler. Ich kann eine Lampe anmachen, habe ich gar nicht gewusst. Normalerweise müsste das doch jetzt weg sein. So, ist hier noch irgendwas zu? Nee. Hier vielleicht noch was? Nein. Ja, auch nicht. Muss ein Bug sein, ist jetzt egal. Dann reisen wir mal zu Maui und gucken mal, ob wir das passende Gericht für ihn kochen können, um ihn hierher zur Insel zu locken. Damit die liebe nette Dame, Vaiana, glaube ich, heißt sie, nicht so alleine ist. Ja, mal hier unten. Genau, wir haben letztes Mal mit dem Mädchen, was ja angeblich laut Dagobert ein Geist sein soll, in Glitch gefangen war, mit ihr geredet. Eine Aufgabe erfüllt. Maui ist hier oben. So. Da ist er ja. Oh, was ist das denn? Oh, ein Puzzleteil von Dreamlight Valley allgemein. So. So. Was hier? Eitelkeit und Magnolien-Sternpfad. Feiere mit dem Eitelkeit und Magnolien-Sternpfad die Ankunft von Mulan und Mushu. Sprich mit deinem liebsten Wächterdrachen über die jüngsten Ereignisse. Kämpfe gegen eine Armee von Nachtdornen und erfülle die Dreamland-Pflichten als Beschützer deines Tals. Dekoriere mit blühenden Magnolien, kleide dich in elegante Seidenmode und hol dir ein legendäres Schwert als Belohnung. Die Eitelkeit und Magnolien-Sternpfad wird nicht ewig laufen, also mach jetzt mit. Nee, möchte ich aber nicht. Ja, wir können uns auch was für unsere Dinger kaufen, aber das mache ich jetzt mal noch nicht. Ich würde das nämlich gerne aufsparen. Verwandle dein Valley in ein tropisches Paradies. Aha. Wie cool ist das denn? Aber wir sparen noch. Jetzt sprechen wir erstmal mit unserem Freund Maui. Maui hat immer Zeit für Damit seine ich das Fans. richtig verstehe, Vaiana hat mich verlassen. Ist einfach gegangen, um in irgendein Dorf zu leben?
kannst auch kommen. Klar, glaubst du, ich folge Bayana einfach so hinterher, wie dieses Huhn es getan hat? Das glaube ich nicht. Wen interessiert das schon? Ich bin hungrig. Das Essen in meinem Dorf ist fantastisch. Ich bin ein großartiger Koch, ein Halbgott, das würde ich. Besser als alles, was du hier probiert hast. Das werde ich selbst beurteilen. Du willst, dass ich in dein Dorf gehe? Bring mir etwas zu essen. Mal sehen, ob es meinen hohen Ansprüchen gerecht wird. Danke, Zwerg. Bin ich frech. Koche Maui die Gerichte, die mindestens 3 Sterne bewertet sind. Und das Ganze 3-mal. 3 3-Sterne-Menüs, okay. Können wir das überhaupt schon? Können wir eigentlich zu ihr nochmal nach oben gehen? Das würde mich mal interessieren. Ich habe ja noch so viel freizuschalten, das wird so schön, ey. Ah. Hallo! Du bist zurück. Um ehrlich zu sein, die Chancen dafür standen für mich 50 zu 50. Ich kam so schnell zurück, wie ich konnte. Ich war dann beschäftigt, das Netz zu testen. Ich glaube immer noch, dass du verschiedene Geist bist. Oh, du bist eine echte Freundin. Danke. Als du das Foto ins Nest gestellt hast, habe ich überall um mich herum diese pixeligen Staubits gesehen. Als ich eine von ihnen berührte, war ich wieder stabil. Nur für eine Sekunde. Ich weiß schon, wo ich hingehe, wenn ich nicht hier bin. Ich bin in andere Dreamland Valleys gerutscht. Es gibt jede Menge Dreamland Valleys und Träumer. Die sind alle miteinander verbunden. Das ist das Netzwerk, in dem ich mich bewege. Das ist das Coolste, was ich hier gehört habe. Was willst du immer noch hier bleiben? Das würde ich. Oh, hier. Yeah. Ultra cool mit Schlagsahne und Schokoschreusel obendrauf. Jetzt, wo ich überall war, weiß ich, dass dein Tal das ist, in dem ich abhängen will. Ich brauche nur etwas, wie ich ankommen kann. Wie hat Tammy dieses Ding in Heroes Duty genannt? Oh ja, ein Leuchtfeuer. Mach mir ein Leuchtfeuer, dann kann ich aus dem Netz aussteigen. Du weißt schon, etwas, das mich wirklich anspricht. Etwas, das sich wie ein Zuhause anfühlt. Dankeschön. Bitteschön. Oh, das Ding. Auch ein Puzzle. Von welcher Geschichte? Einfach von Dreamland Valley. Okay. Dann machen wir das mal für die liebe gute Dame. Oder das liebe Mädel. Und dann machen wir mit Maui weiter. 3 Gerichte mit 3 Sterne. Ach du Heilige. Da müssen wir, glaube ich, vorher noch was anderes machen, bis wir die Rezepte zusammenbekommen. Machen wir erstmal hier weiter. Etwas, womit sie sich zu Hause fühlt. Wo soll ich sie hin platzieren? Ich weiß ja nicht, wie groß das Haus ist. Das war weg wieder. Hab ich alles aufgeräumt. Eine Schweinerei ist wieder da. Oh. Juhu, geschafft. Was ist da in dem Säckchen drin? Oh, ein Toaster. Den behalte ich für zu Hause. Wie cool ist das denn? Ja, wo platziere ich die nette Dame hin? Hier wohnt Bayana. Hier hin können wir noch nicht hin. Sehr gut. Dankeschön. Hier ein bisschen Ordnung schaffen. Vielleicht können wir sie hier platzieren. Ich weiß nicht, wie groß das Haus ist. Müssen wir gleich mal gucken. So, warum mal. Oh, hier ist noch so ein kleines Ding. So.
So. Sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Ich weiß. So. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht genug Platz haben. Ich glaube es ja eher weniger. Inventar. Möbel. Schön. Oh, es sieht. Oh, doch. Es passt. Jetzt sind wir sie hier hinkommen. Okay. So. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Ich muss ein bisschen sparen. Einen schönen Tag noch. Das kleine Mädchen, das ich im Schloss gesehen habe, war also kein Geist. Dann sollten wir ja am besten ein schönes Zuhause bauen. 4000. Oh Gott, da müssen wir sparen. Ich komme wieder. Bist du dir sicher? Wir können sie doch nicht noch länger warten lassen, oder? Ich habe aber kein Geld. Klugscheiße. So. Was machen wir denn nun? Moment. Ach, falscher Knopf. So. Gerichte. Wo weiß ich denn, welches Gericht 3 Sterne hat? Drei Zutaten, 3 Sterne? Ich weiß es nicht genau. Wir haben die ganzen Sachen nicht, ne? Wir haben kein Paprika, kein gar nichts. Das ist schlecht. Wir können ja mal kurz nach Hause gehen, können mal gucken, ob wir dem näher kommen, weil wir in der Küche stehen. Die Küche haben wir ja umgeräumt, die ist jetzt hier. Kann ich dem vielleicht Möbel hier? Nee. Geräte war das. Den Toast. Ja, perfekt. Dankeschön. So, Moment mal. Der braucht den ganzen Platz, ne? Ja. Dann muss die Kaffeemaschine warten. Drei-Sterne-Gericht. Ich weiß ja nicht, was ein Drei-Sterne-Gericht ist. Was haben wir denn überhaupt hier? Wir haben Milch, wir haben Butter. Wir haben einen Fisch. Wir haben Weizen. Das ist ein 2-Sterne-Gericht. Okay. Weil wir nur 2 Saaten dafür brauchen. Okay, dann weiß ich das. Dann muss ich nochmal ganz kurz hier reingehen. Das heißt, also Sachen, die 2 Zutaten bauen, sind 2-Sterne-Gerichte scheinbar. Habe ich denn schon ein Gericht offen, was 3 Sterne hat? Das, aber wir haben die Zutaten nicht. Wir haben Milch. Wir brauchen Kartoffeln, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Hier, wir brauchen Käse, Eier und Paprika. Die kriegen wir so schnell aber noch nicht. Das hat 3 Sterne. Möhren und Fisch. Da könnten wir Fischsuppe machen. Bei Milch haben wir noch einmal. Möhren haben wir auch da. Und Fisch können wir uns besorgen. Warte mal. Achso. Dann machen wir nämlich erstmal mit ihm weiter hier. So. Möhren haben wir im Garten. So. Machen wir mal hier. Ja. Mach mal ruhig auch das andere hier. So. Machen wir die Gießkanne. So. Haben wir zufällig hier noch einen Fisch in der Truhe oder drin? In der Truhe.
Der Salat kann schon. Ach nee, den Salat brauchen wir gerade nicht. Steine können rüber. Weizen baue ich auch gerade nicht. Das kann kurz rüber. Das kann rüber. Wir haben ja eine Alge. Das machen wir mal hier unten rein. Das machen wir mal auch hier unten rein. Warte mal, dann packen wir mal die Steine hier rein. Wie gesagt, die Möhren brauchen wir. Das packen wir erstmal hier mit rein. Die Pflanze, ja, die lassen wir mal hier drin. Okay. Gucken wir nochmal kurz drin, ob wir hier Fisch haben. Wenn nicht, müssen wir was angeln. Ich glaube, der Fisch an sich ist ja egal. Nee, Fisch haben wir leider nicht. Aber das kann weg hier. Milch haben wir noch 10 Mal, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Dann müssen wir Fisch angeln. Das bringt uns sonst nichts. Ich glaube, wir brauchen 3 verschiedene Gerichte, ne? Oder? Es ist egal, wenn wir 3-mal dasselbe kochen. Ich weiß es halt nicht. Wir gucken erstmal, dass wir einen Fisch bekommen. Ja, stimmt. Der Ozean ist ein Traum. Er spukt. Es spukt in dem Haus. Es spukt. So. Gucken wir mal, ob wir was bekommen. Also immer innerhalb des weißen Rings die linke Maustaste drücken. Ganz cool, jetzt haben wir einen Fisch. Wir können ja gleich nochmal 2 Fische holen. Möhren haben wir ja auch genug. Nee. Nee. Ach Mädel, ey. So. Dann gucken wir mal. Zack. Nein, ich bin dumm. Nochmal. Ja, ich weiß. Aber ich muss erstmal Fische angeln. Ups. Ups. Jetzt haben wir. So, dann nochmal hier hin. Ich glaube, dass wir jetzt hier sind, übersteigt das Gebiet meiner Vorfahren. Jetzt haben wir den Punkt getroffen. Ein bisschen nach links drehen wegen der Sonne. Jetzt sehe ich hier nichts. So. So, jetzt gehen wir mal nochmal nach Hause. Guck mal, 3-mal dasselbe Gericht. Schaden kann es ja nicht mehr, wenn wir sehen, ob es zählt oder nicht. Wenn nicht, müssen wir 3 verschiedene machen. Dann können wir uns das aber aufheben für Energie. Das wäre nicht so schlimm. Moment mal. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, Salat ist auch schon fertig, das ist schön. So. Dann in die Küche. Was wollten wir jetzt machen? Oh, shit, ey. Nee. Hier. Und zwar wollten wir machen... Genau, die Fischsuppe. Fisch, Möhren und Milch. Fisch, Möhren und Milch. Milch. Fisch. Und Möhren. Yay! Exquisite. Was machen wir jetzt aber nochmal? Milch und Fisch. Jetzt gucken wir mal, ob das zählt, wenn wir das 2-mal machen. Ja, es zählt. Okay, dann machen wir 3-mal dasselbe, ist jetzt egal. Okay, also Milch, Fisch und
Ja. Geschafft! Jetzt können wir ihn holen. Nein, das reicht, danke. So. Na dann. Oh, ich bin da so gespannt, ob das Spiel aus noch alles auf uns zukommen wird, ey. Das ist einfach der Traum schlechthin. So. So. Mal gespannt, was er sagen wird. Das ist jedenfalls ein Dreigänge-Menü. Ein Drei-Sterne-Menü, so. Ein paar Bananen mitnehmen? Ja. Hallo. Hallo. Hey, dieses Essen ist ziemlich gut. Erzähl mir über dieses Dorf, das war ja das neue Lieblingsort ist. Ich soll das Dorf regieren, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kämpfe gegen dieses Vergessen. Ich will nur ein paar coole Leute um mich haben. Aha. Eine mystische Gefahr, was? Ich habe einiges davon bekämpft. Dämonen, Riesenkrabben, Stürme, was auch immer. Du glaubst mir nicht? Sieh dir die Tattoos an. Wenn ich sehe, brauchst du meine Hilfe. Du weißt vielleicht nicht viel über mich, aber ich denke, ich wäre bereit, dein kleines Dorf zu besuchen. Das könnte lustig werden. Ich werde dafür sorgen, dass du im Dorf eine Unterkunft bekommst, die eines Halbgottes würdig ist. Yeah. Ja, mach das. Danke, Zwerg. Ich hoffe, mich aber Zwerg zu nennen. Schalte den schönen Strand frei, okay. Das dauert noch ein bisschen, bis wir ihn bekommen, aber wir nehmen jetzt hier noch Kokosnüsse mit, ein paar Bananen noch. Alles, was wir noch groß aufschnappen können, und dann geht es zurück. Was ist denn da drin? Na gut. Was habe ich noch? Oh. Okay, die können wir nicht aufsammeln. Leider nicht. Na gut, dann geht's zurück. So. Ja, schalte den Strand frei. Müssen wir mal gucken, ob wir das schon können. Dazu wird uns der liebe, gute Zauberer mehr sagen können. Ansonsten machen wir so erstmal weiter und helfen den Bewohnern ein bisschen. Sorgen hier für Ordnung etc. Kann natürlich für den einen oder anderen... Oh, das sieht schön aus, was sie da macht. Für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen langweilig am Anfang sein, aber das gehört nun mal dazu. Mal gucken, ob das schon geht. Ich glaube aber noch nicht. Wir haben zwar die nötigen Steine, aber... Oh je, vom schönen Strand geht eine dunkle Magie aus. Wir müssen diese Säule der Freundschaft wieder operieren. Ja, ich weiß. Okay, Moment. Aufgaben, die können wir erstmal nicht machen. Freundschaft ist alles. Erreiche die Freundschaftslevel mit 3 Dorfbewohnern auf Level 5. Okay. So, dann gucken wir mal. Was können wir unseren Charakteren Gutes tun, um ihr Level zu erhöhen? Löwenfest mal. Orangefarbene Sumpfmilchkraut kriegen wir noch nicht. Aber Fischbrötchen können wir ihr bringen. Aber das Fischbrötchen haben wir im Inventar. Sehr schön. Ich dachte, das ist in der Kiste. Wo bist du? Dass die immer hin und her latschen müssen hier. Aber kann ich verstehen. Bei dem schönen Gebiet hier will ich auch mal rumlaufen. Guckt euch das Schloss an. Das ist nicht der Hammer. Na, wer sagt's denn? Hallo. Hola, Samantha. Ich habe da etwas für dich. Level 3 schon. Geh mal schnell. Ein Geschenk für mich? Vielen Dank. Entschuldigung. Ja? Yay! Oh, was ist das denn? Hilfe. Okay. Okay, wofür planen wir sie ein? Zum Sammeln. Hey,
kurz. Ja, Moment, ich bin noch da. Hey Samantha, hast du etwas Zeit, um mir mit Mini Casita zu helfen? Wo liegt das Problem? Nichts Großes, aber es gibt einige Schäden von der Zeit, die wir, wo auch immer mich Mini Casita hingebracht hat, um mich zu schützen, verbracht haben. Natürlich helfe ich dir. Ja! Toll. Lass uns zu Mini Casita gehen. Es ist einfacher, es dir zu zeigen. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Ja. Du wolltest mir was zeigen? Okay. Hey, übernimm dich nicht. Wir sind für dich da. Ist es die Mini Casita, wo sie wohnt, oder was? Ich denke, sie wollte es mir zeigen. Wie schön, dich zu sehen. Na, wie geht's? Das heilende Haus. Wohin gehen wir? Aha. Lass uns zu Mini Casita gehen. Ich möchte dir zeigen, was repariert werden muss. Wiedersehen. Ich glaube, ich weiß, welches Haus es ist. Ich glaube, es ist da, wo ich sie mit ihren Schmetterlingen habe. Wir probieren es einfach mal. Eigentlich sollte sie ja mitgehen, aber sie möchte nicht. Ah! Sieh hier, der Boden und die Wände sind ziemlich abgenutzt. Es sieht immer noch hübsch aus. Wie sah es früher aus? Ich schätze, schäbig. Wie sah es früher aus? Der Boden war gestrichen, die Wände waren lebhaft und bunt. Jetzt sind sie noch langweilig. Ich möchte sie reparieren und dann in grün, gelb und gelb neu streichen. Womit sollten wir deiner Meinung nach anfangen? Fangen wir mit den Grundlinien an. Wir brauchen ein paar Materialien wie Weichholz und Stein, um die beschädigten Teile zu ersetzen. Was die Pigmente betrifft, dachte ich an Löwenzahn, gelbe Gänseblümchen und grünblühende Bartfarben. Das kann ich dir alles besorgen. Das wäre super, danke dir. Ich überlege mir schon mal, welche neuen Muster ich mal malen werde und bereite alles hier vor. Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt geht's los. Oh Gott. Seitdem sie ist drin. Weichholz ist dieses Holz hier bloß in hell. Aber wo bekommen wir das? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Da müssen wir mal kurz gucken. Weichholz. Hier. Nee, Weichholz ist auch nicht dort. Das ist braun. Das ist das andere. Hauptplatz, friedliche Wiese. Hauptplatz, friedliche Wiese. Also doch das. Sorry, habe ich mich geirrt. Kommt vor. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Ja, ach, der ist schon knuffig. So. Deswegen habe ich die vorher auch nicht eingesammelt, weil meistens gibt es ja nicht mehr so viele. Und wenn wir so eine Aufgabe machen müssen und wir kriegen die nicht, dann müssen wir ewig warten, bis wir die Aufgabe machen können, bis wir neues Holz kriegen. Dieses hier möchte ich auch gerne mal weg haben, wenn wir schon mal hier sind. Müssen wir eh hier lang. Nein, du sollst das hier nehmen. Es dauert so lange, bis es nachwächst. So. Was war das jetzt hier nochmal? Ah, die Gänseblümchen, die haben wir wenigstens schon. Das ist schön. Das ist schon mal erledigt. So, wir brauchen das Holz. Verbanne das Vergessen. Errungenschaft bekommen. Wie sah er geil aus, die Errungenschaft eben. Cool, dafür können wir Geld. Nice, okay. Also hier waren keine Holzdinger mehr. Aber hier. Hier ist noch was. So. Hier ist nix. Doch, hier noch. So, 5 Stück noch. Hier ist wieder Unfug.
So. Kommen wir nicht vorbei, weil der Stein im Weg steht. Es ist doch wieder ein reiner Kotz. So. Holz, Holz, Holz. Hier ist nichts mehr, ne? Dahinter auch nicht? Nee, okay. Dann gucken wir hier weiter. Dann gehen wir zum Hauptplatz. Hier gibt es ja auch noch einiges. Was ist das denn hier? Experiment Nummer 146. Niemand würde vermuten, dass etwas so Banales wie eine Kartoffel der Schlüssel sein könnte. Ich wage zu behaupten, dass es genial ist. Hi, Mickey. So. So. Zack. Zack. So. Erledigt. Jetzt brauchen wir 20 Steine. Aber wir hatten ja Steine in der Truhe. Ich guck mal nochmal kurz nach. Bevor wir jetzt alles sammeln hier. Haben wir auch genug. Löwenzahn. Hier haben wir keinen Löwenzahn drin. Zwei Löwenzahn haben wir, aber wir brauchen... Moment mal. Wieso steht hier, wir haben Gänseblümchen. Okay, 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 okay. Dann packen wir mal, was wir nicht brauchen, mal kurz weg hier. Das hier kommt weg. Das kommt weg. Das auch. Das auch. Das, das auch. Das auch. Dann haben wir jetzt erstmal nur die Sachen, die wir wirklich brauchen für die Aufgabe. Löwenzahn. Habe ich hier Löwenzahn noch drin? Das müssen wir sammeln. Wir brauchen eh neue Energie. Nö, kein Löwenzahn. Okay, und zweimal grünen Bartfaden. Das sind diese kleinen grünen Dinger, okay. Wo findet man die? Können auch gleich mal nach Löwenzahn gucken, wenn wir schon mal hier sind. Hier ist Löwenzahn. Zack. Was ist denn hier? Achso, sind die Ballons. Okay. Hier ist Löwenzahn. So. Nochmal Löwenzahn. Okay, jetzt brauchen wir nur noch zweimal Bartfaden, diese grünen Dinger. Die sind aber, glaube ich, eins unten. Alter. Hier. Genau. Einer fehlt noch. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt. Hier ist was anderes. Ich hätte schon außer sie eingesammelt. Donnerwetter! Sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Ja, ich weiß, hab schon gesehen. Lila Bartfahl, aber kein grüner. Einer fehlt noch, den werden wir noch bekommen. Was habe ich denn hier übersehen? Einpacken. Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also gib niemals auf. Nö, nö. Das habe ich nicht vor. Ich habe nur... Ja gut, verkauft habe ich ja noch keine Pflanzen, rein theoretisch. Vergiss das nicht. Danke, einer. Rein theoretisch müssten hier irgendwo noch sein. Warte mal. Sammlung grüner Bartfaden. Nur friedliche Wiese. Das ist aber schlecht. Oder ich habe den übersehen. Ich muss noch mal ganz genau gucken. Der ist nicht grün. Das ist nicht gut. Ist hier drin was? Nee.
Das ist echt doof gerade. Die brauchen nämlich ewig, die wieder nachwachsen. Man kann die auch nicht kaufen. Ich gucke jetzt auf der anderen Seite nochmal. Das Haus dreht vollkommen durch hier. Das ist was anderes. Komm, bitte einmal grünen Bartfaden noch. Wo ist noch so ein Buch? Experiment Nummer 892. Einfach, eine einfache Aussage von Higitus Pigidus sollte ausreichen, um. Ja. Oh, das ist echt kritisch gerade, ne? Wegen einem einzigen kann ich jetzt die Aufgabe nicht machen. Das ist ein lila Bartfaden. Das ist ein Stein, da ist keiner hinter. Das ist echt schlecht. Oh, warum ist denn einer zu wenig? Normalerweise müsste ich genug haben. Es sei denn, ich habe in einer der Truhen noch was. Da ist noch einer. Den habe ich übersehen. Gott sei Dank. So, jetzt gehen wir zu ihr und bringen ihr die Materialien ins Haus. Nur hier rein. Nee. Miki. Er dreht vollkommen am Rad jetzt. Okay, Gott sei Dank. Yay. Hey. Samantha, du hast alles gefunden. Danke dir. Dein Timing ist perfekt. Ich weiß genau, wie das alles aussehen soll. Lass mich dir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, geht es schneller. Du bist die Beste. Das erinnert mich daran, wie die Menschen in unserem Encanto zusammenkamen, aus meiner Familie beim Wiederaufbau von Casita zu helfen. Das hat uns allen so viel bedeutet. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du deine Hilfe anbietest. Wenn du bereit bist, dann mal los. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Mi encanta. Es ist so viel besser. Muchas gracias. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, deshalb möchte ich, dass du das hier bekommst. Das ist wunderschön, danke. Oh, diese Fliesen sind genau wie die, die du für deinen Fußboden verwendest. Ja, du kannst sie in deinem Haus verwenden, wenn du willst. Ich bin so froh, dass wir Mini-Casita in Ordnung bringen konnten. Die Pflege des Hauses ist ein wichtiger Teil davon. Es in ein Zuhause zu verwandeln, meinst du nicht? Absolut. Ich sollte noch mehr Liebe in mein Haus stecken. Ich wette, du wirst sehr glücklich sein, wenn du das tust. Nur damit du es weißt, ich helfe gern. Ich könnte ein paar Dinge in meiner Wohnung einbauen. Dagobert Duck könnte das haben, was ich brauche. Wenn du das nicht tut, kannst du jederzeit eine Bestellung aufgeben. Ich habe gehört, dass es ziemlich einfach ist. Ja. Adios! Adios, adios. Kaufe ein billiges Möbelstück in Dagoberts Land, dein Haus zu dekorieren. Okay. Ein beliebiges und eins. Steht hier. Okay, mal gucken. Ich wollte ja Geld sparen. Aber ein beliebiges Möbelstück. Baby Blocksberg werden? Nö. Tisch haben wir eigentlich schon. Ich bräuchte eigentlich noch einen Küchentisch, ne? Hier oben was? Nee. Oder wir bestellen was. Was ist denn der Holztisch? 528. Hallo? Spielzimmer, Wohnzimmer? Nee, ich will nicht im Wohnzimmer haben. Nee. Freundlichen Dank. Was eigentlich was für die Küche haben eigentlich. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Möbel? Oh, was ist hier? Oh, ach so. $945 haben wir das heilende Haus. Okay, es muss auf jeden Fall was sein, was von ihr ist. Ja, das Bett. Das bestellen wir. Ja.
Komm wieder, ein Schurke und seine Reichtümer werden bald. So, wechsle die Tapete, ändere den Fußboden, füge deinem Haus Möbel hinzu. Welchen Fußboden? Von welchem Zimmer? Hm. Hinein, hinein. Vielleicht hier. Ich will aber den Fußboden gar nicht ändern. Ich will es eigentlich so lassen. Okay, mal gucken. Hat schon gereicht. Haha. Okay. Möbel. Den Boden. Nur bei dem Boden hier für die Küche, der ist schön. Und okay, und jetzt brauchen wir noch 5 Möbelstücke, die wir hinzufügen sollen. Das ist aber eine schmutzige Theke. Eine schmutzige würde ich auf jeden Fall mal das Waschbecken nehmen. Können wir mal daneben packen. In die Küche. Nachttisch kommt doch nicht dahin. Dann nehmen wir die erstmal. Tauschen die später gegen eine andere aus und können dann vielleicht die Kaffeemaschine oben drüber stellen. Aber eine Kaffeemaschine ist ja kein Möbelstück, ne? So. 2 Stück noch, okay. 2 Sachen noch. Ist zwar nur ein Nachttisch, aber können ja trotzdem mal das so hinstellen. Können wir es ja immer noch verändern. So, kehre zu Mirabelle zurück. Hauptsache, wir haben die Aufgabe erstmal erledigt. Wir können dann immer später noch farblich und moderner umgeschalten. Das ist ja nicht so schlimm. Geht jetzt nur um die aktuelle Aufgabe. Hi, Mickey. Oh, Junge. Oh, Junge. Na, du brauchst gar nicht weglaufen. Ich bin so froh, dass du hier bist. Hola, Samantha. Kann ich bei irgendetwas helfen? Ich möchte dich gerne einladen, um dir die Veränderungen in meinem Zuhause zu zeigen. Ha. Oh Gott. Wirklich, ich kann es kaum erwarten. Los geht's. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Oh, weißt du eigentlich, wo ich wohne? Ein Spion. Mickey, was machst du hier? Diese Nachtdornen sind am schlimmsten. Das ist aber keine Kassita, das ist eine dreckige Kassita. Hast du überhaupt bloß das Wohnzimmer sehen? Ha! Fantastisch, Samuel. Das Haus ist der Beweis, dass man nicht immer echte Magie braucht, um Magie zu bewirken. Unsere beiden Häuser sehen so viel besser aus. Ich würde sagen, das ist ziemlich beeindruckend. Jetzt, wo mir die Kassette repariert ist, werde ich mich wirklich nützlich machen. Ich möchte dir behilflich sein, den anderen Dorfbewohnern zu helfen. Darum geht es in La Familia Madrigal, der Gemeinschaft zu helfen. Ich werde dir Ausschau halten und dir sagen, wenn jemand Hilfe braucht. Bis bald, Samantha. Und nochmals vielen Dank für deine Hilfe bei meiner, bei Mini Kassette. So. Jetzt frage ich mich nochmal kurz. Ich drück mal die falsche Taste. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, was ich ihr noch schenken kann, das wollte ich mal gucken. So, mal gucken. Was kann ich ihr denn noch Gutes tun? Orangefarbenes Sumpfmilchkraut. Das kriegen wir aber hier nicht. Das weiß ich. Sumpfmilchkraut. Wir gucken mal trotzdem. Aber ich glaube, das gibt es erst in einem anderen Gebiet, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Sumpfkraut.
Nicht schon das Vertrauen, sie haben wir noch nicht. Okay, gut, dann sagt der Wecker, ein bisschen Zeit habe ich noch. Dann nehmen wir mal einen anderen Charakter. Der hat schon Stufe 5. Stufe 4, Goldklumpen. Rot glänzender Granat, warte mal. Den kriegen wir auf dem Hauptplatz. Vielleicht können wir den ja holen. Okay, hey, übernimm dich nicht. Wir sind für dich da. Ich weiß. Jetzt habe ich vergessen, wo der glänzende Granat ist. Weil die Alte mich voll Quatsch hat. sorry, Leute. Hauptplatz, okay. Wir sind auf dem Hauptplatz, ne? Ja, sehr schön. Dann wollen wir mal gucken. Hier war nichts drin. Ich weiß, es gibt einige, da sieht man das vorher schon, aber trotzdem muss es nicht immer heißen, dass man bei dem, wo man es nicht sieht, nicht auch solche kriegt. Also das kann auch manchmal sein. Mache ich jetzt trotzdem kaputt. Okay, ich gucke mal jetzt noch bei welche, die noch Diamanten sichtlich drin haben. Hier sieht man nichts, hier auch nicht. Da ist der Hauptplatz nämlich schon zu Ende. Das soll man auf gut Glück machen. Nee. Manchmal dauert das auch eine Weile, ne? Wenn die kaputt sind, kommen sie wieder. Dann hat man manchmal so eine Granate drin. Manchmal aber auch nicht. Wie gesagt, auch viel mit Glück verbunden. Also. Was jetzt nicht schaffen, dann muss uns erstmal jemand anderen suchen. Das ist nicht so schlimm. Was ist hier? Hier ist ein normaler Granat. Wir brauchen aber einen glänzenden Granat. Okay, dann gehen wir hier nochmal lang. Ich glaube, da haben wir gerade kein Glück. Nee. Es dauert, wie gesagt, ein bisschen, bis die Dinger wiederkommen. Ach, guck mal, hier ist einer. Komm ich hier hinten vorbei? So, machen wir mal hier. Das scheint doch einer zu sein. Was ist denn hier schon wieder für eine Schweinerei hier? Welcher Knopf? So. So. Dann müsste das jetzt der glänzende sein, ja. Dieser Ort hier ist der Knüller. Kofi ist auch der Knüller, aber sowas von so. Das war jetzt für Dagobert. Ja. Dann gehen wir mal zu ihm. Ich hoffe ja mal, dass er im Laden ist. Ja. Hinten läuft die liebe Mickey Maus wieder rum. Minnie Maus. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Sei gegrüßt, Nachbar. Guten Tag, Samantha. Ich habe was für dich. Wollen wir noch einen der Level 5 braucht? Dann haben wir es. Aber. Ah, danke. Na ja, schön, was bekommen wir? Oh, der geile Schrank, der sieht richtig nett aus. Das wäre etwas fürs Schlafzimmer. Der gefällt mir richtig gut. So. Jetzt brauchen wir noch jemanden. Wen können wir denn noch glücklich machen? Mal schauen. Goofy gegrillten Fisch? Müsste ich mal gucken, wie man den macht. Gegrillter Fisch. Ist nichts mit Fisch, nichts mit Fisch.
Fisch mit Salzkruste? Nee, der will einfach nur gegrillten Fisch haben. Ja. Warum meinst du den Fisch alleine? Fisch und Salat vielleicht? Aber scheint nur eine Zutat zu sein. Haben wir denn überhaupt noch Fisch? Ist die Frage. Hier jedenfalls nicht mehr. Können wir hier mal nochmal so ein... Ach, wir brauchen Energie. Kann mal aufladen und dann gleich mal gucken, ob wir noch Fisch haben. So. Nein, wir brauchen Fisch. Das können wir mal rüberpacken. Brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir auch gerade nicht. Okay. Dann müssen wir eh angeln gehen. Aber... Wir können die mal rüberbringen hier. Können wir auch ein bisschen was anpflanzen schnell. So, geht's keine? So, dann angeln wir mal einen Fisch. Wir müssen auch noch Geld sammeln für hier. Brauchen wir auch noch ein bisschen was. Oh, war zu früh. Liebe schöne sonnige Tage. Das war nicht. Oh Gott. Nein, ich hab den fast gehabt. Ach, so eine Scheiße. So. Dann werden wir jetzt mal... machen. Eine Zutat, also muss es der Grillfisch sein. Kann auch die Möhre mitnehmen. Du sollst die Möhre aufsammeln. Hier kannst du noch ein bisschen was anpflanzen. Zweck. Süßes. Kleines süßes Eichhörnchen hier sonst. So. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann machen wir jetzt die Küche. Ab in die Küche. Ja. Perfekt. Ich hoffe, dass auch der gegrillte Fisch den er haben will. Gibt ja verschiedene. Einmal normal gegrillten Fisch und einmal gegrillten Fisch mit Zitrone. Aber gegrillter Fisch ist gegrillter Fisch. Also hoffe ich mal, dass es passt. So. Schon kurz vor. Die Stunde ist fast um. Wir werden ihm jetzt noch den Fisch geben. Wenn ich wüsste, wo sich der liebe Goofy wieder rumtreibt. So unten. Finde ich ganz cool, dass man das anklicken kann. Dass man dann hingebracht wird, wo der Charakter gerade ist. Weil ich nicht ewig suchen muss, weil die laufen nicht auch gerne mal hin und her. Da verliert man die schon mal ganz gerne aus den Augen. Hi! Hey du! Schön dich zu sehen, Kumpel! Ich hab was für dich.
Nee, aber reicht nicht bis Level 5. Nein. Das würde ich ganz gerne noch schaffen, dass er auch Level 5 ist. Das gefällt mir. Ja. Level 4. Oh, $500. Das ist schön. Mal Münzen, wie auch immer. Ich bin auch aufgelevelt. Hier, Level 8. Richtig schöne Schuhe. Oh, der hat eine Aufgabe für uns. Hallihallo, Samantha, hast du mich inmitten meinem neuen Projekt erwischt? Ich lege gerade ein Sammelalbum für uns an. So können wir uns alle an all den Spaß erinnern und unser Gedächtnis anspornen, falls das Vergessen zurückkommt. Für ein Sammelalbum braucht es einiges Kreativität. Ich bin sehr kreativ. Das überrascht mich nicht. Du kamst mir schon immer sehr kreativ vor. Sag, warum machst du nicht ein paar Fotos vom Dorf für unser Sammelalbum? Es wäre toll, wenn wir ein paar Bilder mit Pflanzen hätten. Meinetwegen. Okay, Beispiel. Ja. Okay. Apfelbaum, Himbeerstrauch. Apfelbaum? Ach, Banane haben wir schon. Gehen wir zum Apfelbaum, zum Apfelbaum. Wo ist der Apfelbaum? Hier ist ein schöner Apfelbaum. So. So. Ah. Hui, die Pflanzen sind toll, Samantha. Wie wäre es, wenn du versuchst, etwas Schwieriges zu fotografieren wie Tiere? Es ist schwieriger, sie zu fotografieren, weil sie sich dauernd bewegen. Du solltest einige Eichhörnchen auf dem Hauptplatz und keine nicht auf der Wiese finden. Yippie! Okay. Eichhörnchen. So. Kaninchen. Hauptplatz und Wiese. Ich glaube, Kaninchen habe ich eher auf der Wiese Glück. Wir gucken mal. Du musst nicht zu nah ran. Weil ich auch nicht so ein Vertrauen zu den Tieren habe, dann rennen die weg. Ach du liebe Zeit. Hasilein, wo bist du? Ich kann leider auch nicht schleichen. Ist kein Hase. Und ich gucke mal gleich auf dem Hauptplatz nochmal. Wie Mickey, Leute, das ist ja Hammer, ich liebe es. Momentan kein Hase da. Mal doch noch mal oben gucken. Vorhin haben wir ja auch welche gesehen. Wir müssen hier irgendwo rumhoppeln. Nee, ist das ein Eichhörnchen? Hier kein Hasen. Zum Beispiel, wenn gar kein Hase da ist, dann kann ich die Aufgabe nicht lösen. Nein. Vorhin haben wir noch einige Hasen gesehen. Wo sind denn die jetzt alle? Auch nur Eichhörnchen. Wir können hier mal eine Abkürzung machen. Ohne Spaß, ich finde hier keinen Hasen. Hat sich ausgehoppelt hier. Hier sind keine. Müssten welche sein, aber wo? Bin ich blind? Da ist einer. Ah! Ich hab ihn! So, Rovi, wo bist du jetzt? Wo rennst du wieder rum?
Ah, stehen bleiben. Wir haben ein paar tolle Bilder, aber irgendwas fehlt noch. Ich hab's. Wir haben Pflanzen, aber keine Bilder von Blumen. Es wäre eine Schande, nicht all die schönen Blumen unterhalb zu fotografieren. Es gibt jede Menge Löwenzahn und Bartfahnen auf dem Hauptplatz. Auf der Wiese sind Gänseblümchen und großblütige Bartfahnen. Diese Bartfahnen wachsen an vielen Orten. Du solltest in der Lage sein, tolle Bilder von ihnen zu machen. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Rotes Gänseblümchen. Was noch? Grünblühender Bartfahnen. Ja, ich hatte die aber alle eingesammelt, ne? Die grünblühenden. Wenn die nicht nachwachsen, was mache ich jetzt? Weiß und rosaner Bartfaden, grüner Löwenzahn, normaler Löwenzahn und rote Gänseblümchen. Ist natürlich blöd. Also sonst müssten wir hier eine schnelle Pause machen. Rosafarbener Bartfahren, ist ja das hier? Ach du. Ja. Ich habe vergessen, dass ich das knipsen soll. Nee, das zählt nicht. Ich glaube, der weiße und rosafarbene müssen zusammen sein an einer Stelle. Weißer Bartfahren, Hauptplatz und Wiese. Hier ist Löwenzahn. Ich glaube, der Topf zählt, hoffe ich mal, auch. Nee, der zählt natürlich nicht. Hier ist Löwenzahn. Moment, 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 Moment. So, den haben wir schon mal. Weißer, rosafarbener Bartfaden. Oder ist der gemischt mit weiß-rot? Ich weiß es nicht. Das ist der aber nicht, weil der ist ja dunkellila, ist ein ganz anderer. Brauchen wir noch grün und rotes Gänseblümchen. Mal weiß-rosa Farben. Ich ungefähr sehe, wie die aussehen. Ach, das sind die. Die sind weiß mit rosa gemischt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Und grüner Bartfaden. Waren die kleinen grünen Dinger. Ich weiß nicht, ob die schon nachgewachsen sind. Die gibt es nur auf der friedlichen Wiese. Und die gibt es nur auf dem Hauptplatz. Okay. Da müssen wir mal gucken, dass wir die hier finden. Der ist auf dem Hauptplatz. Genau, hier müssen wir diese weiß-rosanen finden. Dann gucken wir mal. Hier. Okay, rotblühender Bartfaden. Also roter Bartfaden. Grüner, kann ich lesen. Grüner und rotes Gänseblümchen. Und die Gänseblümchen, wo waren die jetzt nochmal? Sorry dafür. Friedliche Wiese sind die meistens. Okay, dann müssen wir nochmal nach unten. Weil da gibt es sowohl die Gänseblümchen wohl, als auch den grünen Bartfaden. Aber die haben wir gerade eingesammelt. Ich hoffe, wir finden noch einen, dass noch einer nachgewachsen ist. Und jetzt haben wir jetzt nur das rote Gänseblümchen erstmal. Und dann muss ich die Folge beenden. Dann müssen wir... Oh, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ja. Wir haben schon alles. Gut, dann haben wir es geschafft. Dahin ist Goofy. Er sitzt auf der Bank und bleibt bitte stehen. Ah!
Kumpel. Wie wär's? Wow, sieht ja all die wunderschönen Fotos des Tals an. Du hattest recht, Samantha, du bist sehr kreativ. Das sieht doch schon mal nach einem guten Anfang aus. So, was kann ich jetzt noch schnell Gutes tun? Oma? Kriegen wir, glaube ich, nicht so einfach. Das kriegen wir nur vom Strand. Mickey Maus. Irgendeiner, der schon Stufe 3, 4 hat? Der ist kurz vor Stufe 4 an der Kartoffel. Rote Glockenblume. Kriegen wir die schon? Rote Glockenblume. Auf der Wald der Tapferkeit können wir nicht. Da kommen wir noch nicht hin. Da kommen wir noch nicht hin. Oma? Die Bromelie kriegen wir auch noch nicht. Aber Oma kriegen wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich gucke nochmal. Nee, kriegen wir noch nicht. Das heißt, wir müssen erst neue Gebiete freischalten. Natürlich ein bisschen schwierig. Das ist schwierig jetzt. Bei den meisten brauchen wir neue Gebiete. Löwen in Festmahl. Können wir auch noch nicht kochen, glaube ich. Na gut, wir können aber Goofy auch aufleveln. In der nächsten Folge werden wir mit ihm welche Gartenarbeit machen. Ich würde jetzt auch mal, dass ich mal speichere. Und mich gerne verabschieden. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.